Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider: The Angel of Darkness. Wir sind immer noch in der Kanalisation anscheinend und ich sehe nichts. Okay, so guckst du mich an. Oh, okay. Soll ich da dran springen? Soll ich hier runter? Was soll ich machen? Und okay, sie möchte nicht runter anscheinend. Aber springst du ins Wasser? I don't know. Sie springt ins Wasser, okay. Das heißt, vielleicht entzündet sich das nachher hier irgendwie durch das Öl oder so. I don't know. Okay, ich weiß nicht, ob ich da hoch kann irgendwie. Sonst bleiben wir erstmal hier unten. Wenn du nochmal tauchen würdest. Danke. Diese Reflexionen sind jetzt so weird irgendwie hier. Okay, ich hoffe, ich schwimme jetzt in die richtigen Richtungen. Dass das hier. Okay, ich komme wieder nur hier raus, ne? Das war das Gleiche, ja, das war das Gleiche. Und ja, ich hoffe, das wird heute eine schöne Erfahrung, denn ich nutze das, um mich an einem Freitagabend nach der Arbeit ein wenig abzureagieren. Die Woche war stressiger als gedacht und vielleicht geht es einem von euch ja auch so. Und er guckt meine Videos, um sich ein bisschen zu entspannen. Das würde mich sehr freuen. Was ist das hier? Ach, das ist eine komische Reflexion, weil das Wasser aufhört. Quasi. Okay, wo sind wir? So, also genau. Lara, sei lieb zu mir heute, bitte. Denn ich brauche das. Ich brauche jetzt keine Probleme hier mit dir. So, kann ich da drunter durch? Nee. Aber wieso ist da ein Ventil auf der anderen Seite? Hat das was mit dem Öl zu tun? I don't know. Okay, jetzt sind wir hier oben. Nee, du solltest dich nicht ducken, aber was können wir jetzt von hier oben machen? Nichts. Wahrscheinlich müssen wir später irgendwie hier hin. Doch, du könntest hier runter, ne? Kannst du hier runter? Nein? Doch? Nein? Ach, Lara, wieso kannst du denn nicht hier. Okay. Ja, wir gehen einfach so runter, ne? Tut ein bisschen weh, aber funktioniert trotzdem. So, da oben ist auch noch ein Ausgang. Und da können wir runter und von dort können wir dann da hinten hin. Und da oben könnten wir aber auch noch hin. Hoffentlich sind wir schon stark genug, um die alle zu drehen, weil ich denke, das ist wieder die Aufgabe hier, oder? Aber wieso konnte ich denn da bei dem anderen oben nicht hin? Ach, da war auch eine Leiter aus dem Wasser hoch. Naja, egal. Und da sind Tanks. Ist das der Plural? Ein Tank, zwei Tanks, ja. Oder ist das, verenglische ich das jetzt schon wieder? So, hier mal durch. Da kann sie noch nichts machen. Okay, das heißt, es ist vielleicht irgendeine Sache, die wir später regeln müssen. Das heißt, wenn ich jetzt darüber springe, bringt das wahrscheinlich auch noch nichts. Oder es hat doch was damit zu tun, dass da eben der Tank ist. Vielleicht bringt es doch was. I think this is the place. Ah. Better check the map. Check the map. Welche Map? Dive, girl. Dive. Okay. Wir diven dann gleich mal, ne? Oh. Ich bin tot. Glaube ich. Ja, ich bin tot. Okay. Das heißt, ich muss einfach schnell ins Wasser springen. Got it. Kann ich denn nicht von hier schon darüber springen? Ja, könnte ich machen, oder? Könnte funktionieren. Ah ja, jetzt bin ich hier. Dann gehe ich einfach nochmal auf die andere Seite. Ja, das kriegen wir hin. Dann werde ich gleich nochmal speichern, wenn wir da sind. Das heißt, sie will das hier in die Luft sprengen. Ich glaube, ich habe nicht so ganz gecheckt, wieso. Aber okay. Wenn das dein Plan ist, better check the map, sagt sie ja auch. Also vielleicht ist es doch nicht richtig. Vielleicht hätte ich das. I don't know.
Wir springen jetzt einfach mal rüber. I think this is the place. Better check the map. Better check the map und better safe. Better safe than sorry. So, better check the map. Notebook? Vielleicht? Ist hier eine Map drin? Nicht von einem Tank, oder? Nee, da ist ja nichts. Two missing symbols. Nee, das hat jetzt nichts damit zu tun, oder? Better check the map. Ah, Map, okay. Map of sewers. Wie kann ich die denn anschauen? Ja, okay. Na gut, dann springen wir gleich einfach nur ins Wasser, ne? Dive, girl. Dive. Bitte nach unten. Bin ich jetzt trotzdem tot? Nee. Nee, ich bin nicht tot. Wunderbar. So, aber dann bleibe ich erstmal hier unten. Ich glaube, das ist sicherer. Und ja, entweder gehe ich jetzt hier hoch oder ich gehe da hinten weiter. Weil ich weiß nicht. Muss ich jetzt hier noch was machen? Nee, sie macht da nichts. Nee, warte mal. Wir gehen auf einen anderen Speicherpunkt. Oh ja, und was ich auch noch vergessen habe, von als ich mich hier hingesetzt habe und aufnehmen wollte, habe ich noch so Magnesiumgranulat einnehmen wollen. Und das ist mal gründlich schief gegangen. Ah, guck mal, hier können wir weiter. Es ist gründlich schief gegangen, weil ich fast daran erstickt wäre. Es ist irgendwie in die falsche Röhre gegangen. Und dann, ja, habe ich mich erstmal ausgehustet. Aber ja, also mein Tag war ganz toll. Das habt ihr vielleicht rausgehört. Aber gut, super schlimm war es jetzt auch nicht. Deswegen beklagen wir uns mal nicht. Wir haben ja alle unser Päckchen zu tragen, ne? Und ich weiß, dass ich sehr privilegiert bin. Das war dumm und ich bin tot. Okay. Wuhuhu. Oh no. Das nehme ich als Thumbnail. So, nochmal. Okay, gut, dann schauen wir, dass wir es jetzt ein bisschen besser hinkriegen. So, du willst ja nicht zu weit darüber springen. Aber kann ich überhaupt von hier ordentlich darüber springen? Ich will nicht, ich darf nicht zu weit springen, ne? Okay, das ist schon mal gut. Dann, wie geht's jetzt von hier weiter? Da oben, da, ach, da kamen wir vorher raus, genau. Wir könnten jetzt hier natürlich runter und dort dann hoch. Ah ja, wir müssen ja da wieder durch, ne? Geht das dann so ohne Probleme? Weil hier kommen wir jetzt ja nicht grundsätzlich nicht viel weiter, oder? Ach so, ich soll da rechts rüber, ne? Ich soll da irgendwie rechts rüber. Wahrscheinlich kann ich da so ein bisschen rüberspringen. Weil guck mal, von hier schafft sie das doch niemals darüber, oder? Also, die Konstellationen hier finde ich ein bisschen weird, aber sie hat es geschafft, tatsächlich. Okay. Gut, Lara, ja dann will ich nichts gesagt haben. Du machst das einwandfrei. Das war wiederum nicht ganz so gut. Aber kriegen wir das noch hin? Nein. Kriegen wir, glaube ich, nicht hin. So, dann probieren wir es jetzt nochmal, weil du musst ja schon relativ nur 9. Kannst du da einfach so drauf eigentlich? Doch, kann sie auch. Okay. Vielleicht gehen wir. Das ist manchmal doch besser. Jetzt nicht. Nee, warte.
Erstmal hier hinlaufen, dann dahin laufen. Okay, sehr gut. Das ist gut. So, wo geht's jetzt hin? Da einfach runter. Ach so, wir sind jetzt einfach. Ja, cool. Sind einfach so eingestiegen ins Louvre. Kein Alarm, gar nichts. Ja, läuft bei uns. Okay, ich nehme mal meine Waffe. Weil ich erwarte schon ein bisschen Widerstand hier. Können wir das lesen? Nein. Sollen wir in die Richtung gehen? Können wir hier durchgehen? Anscheinend. Louvre Galleries. Oh oh, Laser. Ist das dein Ernst, Laser? Well, at least it's clean in here. Ja, nicht mehr in der Kanalisation. Wollen wir sie mal auf einer Treppenstufe so gehen lassen? Warte. Dreh dich mal nach rechts und dann. Oh, hi. Hallöchen. Hey, Ja. vous, plus un geste. Wir haben den jetzt einfach getötet, war das richtig? Ich denke schon, oder? Ist er jetzt. Oh Scheiße, wir müssen da drauf achten, ne? Oh Gott. Ja, dann mach schnell weg hier. Tippel, tippel, tippel. So, da kommt vielleicht der nächste. Ich soll vielleicht Ausschau halten. Ach so, hätte ich zu der Tür gehen sollen, da unten? Da war doch eine, ne? War das eine richtige Tür? I don't know. Doch, da war eine Tür. Sollen wir es nochmal probieren? Oder lieber nicht? Oder lieber nicht. Das war ein bisschen spät, glaube ich. Das war zu spät. Jetzt sehen sie mich. Aber es scheint nichts auszumachen. I'm not strong enough. Scheiße, she's not strong enough. Da liegt noch Muni, aber egal. Hey, vous, plus un geste. Okay, vielleicht. Hast du noch Muni? Gehst du weg? Hast du Muni? Okay, andere Ansicht. Okay, hier ist niemand erstmal. Aber vielleicht sehen die mich dann doch mit den Kameras, wenn ich reinlaufe. Das könnte sein. Oh Gott. Das sieht schon sehr schwierig aus. Ich muss sie ausschalten. Anders komme ich da nicht durch. Das hier ist hoffentlich der Button, um die auszuschalten. Nein, ist er nicht. Ist er nicht? Das wäre ja auch zu einfach. Okay, das heißt, wir müssen hier ein bisschen rumspringen wahrscheinlich. Da ist noch ein Medipack. Okay, gut. Dann fangen wir mal an mit der Kletterei. Das ist schon irgendwie cool, aber halt auch super schwer, glaube ich. Okay, let's go. Wobei, wie soll ich da drüber kommen? Da kommt sie doch niemals drüber. Was passiert, wenn ich reinlaufe? Nichts Gutes. Game over. Game over. Du bist tot. Okay. Der letzte noch Muni, oder? Nicht. Ach so, es war aber doof, ne? Jetzt habe ich die wieder angeschaltet. Habe ich die wieder angeschaltet? Na, das war nicht ganz so schlau, glaube ich. Okay.
Ja, was machen wir dann? Also wir müssen das da hinten quasi anschalten. Und dann müssen wir irgendwie hier durchkommen, damit wir durch die Tür kommen. Verstanden. Aber an sich, gut, kommt nur ein Typ, den wir töten müssen. Das ist schon machbar. Aber wie funktioniert es jetzt hier mit dem Mechanismus? Das habe ich noch nicht verstanden. So, jetzt geht das wieder auf. Muss ich noch mal woanders hin? Ich meine, gut, unten hat sie gesagt, sie ist nicht strong enough. Das ist so, da ist so viel Licht drauf, aber scheint nichts zu bedeuten. Da unten ist sie nicht stark genug. So, ich gehe noch mal ganz nach unten, weil da war ja noch eine andere Tür. Wobei es sah eigentlich so aus, als könnten wir da, hätten wir auf jeden Fall hier hin sollen. Ja, ich komme nämlich auch nicht mehr zurück. Gut, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen mit den Lasern. Kann ich die umleiten mit einem Spiegel oder so? Das wäre jetzt mal so meine Idee. Oder brauchen wir das hier? Was ist das? Ah, Binoculars? Ist das ein Fernrohr? Und wenn ja, wie benutze ich den? Wir haben auch immer noch unseren Cognac und die Platte und Ticket Office Key. Map of Archaeology Dig. Up-to-date Maps of the Louvre. Archaeology Digs. Wir hatten was ins Notebook geschrieben. Wieso muss ich da immer alles durchgehen? Lara! Ich muss da. Ist da irgendwas versteckt, was ich machen muss? Hiding close by the buttress. Ach so, oder hat sie das jetzt vorne eingetragen? Kann das sein? Ist das was Neues gewesen? Eckhart. Get into the Louvre. Deliver passports. Ja. Okay, Contact Francine, ja, das haben wir gemacht. Was haben wir gemacht? New Premises, okay, Club, ja. Ja gut, nee, das sind alles Sachen, die wir gemacht haben. Aber da war doch das Zeichen, als wir gerade im Louvre waren. Ja, wahrscheinlich, dass wir das gemacht haben. Ja. Ich check's nicht. Wie sollen wir denn da durchkommen? Okay, ich gehe mal ganz vorsichtig ran, ob ich irgendwas machen kann. Oder muss ich durchspringen? Das wäre schon echt hart. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie sie das macht. Springen. Das war normal. Springen. Das war auch normal. Springen. Das war auch normal. Springen. Du kannst doch irgendwie, kannst du hier keine Rolle machen? Springen nach vorne? Nee. Springen. Springen und ducken? Nee, ist auch blöd, oder? Macht sie auch nichts. Okay. Okay, das ist so ein anderer Sprung. Ah! Okay, so macht sie das. Oh Gott,
Ja, ich glaube, ich habe schon gespeichert. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt so funktioniert. Gott. Hehe. Fuck. Schade. Okay, aber es war gar nicht so schlecht, oder? Oh Mann, das wird eine harte Tour hier. Okay. Wie will sie da rüberkommen? Versuche ich jetzt hier mal den Hechtsprung. Richte dich mal bitte perfekt aus. Nee, ich meine, ja, du sollst einfach ganz, ganz gerade stehen. Es fällt dir schwer, ne? Okay, so vielleicht. Ich speichere einfach nur dafür, dass sie gerade steht. Das war nicht so gut. Wieso ging das nicht? Gut, probieren wir nochmal. Achso, ich soll vielleicht das einfach wieder laden. Nee, so wird das mal gar nichts. Dann muss ich noch eher irgendwie in der richtigen Höhe stehen vielleicht, um meinen schönen Sprung zu machen. Nee. Das sah doch aber gar nicht so schlecht aus. Wahrscheinlich muss ich am Ende doch in die Lösung gucken, ob das jetzt ein Hechtsprung ist, wie weit ich wegstehen muss und so weiter und so fort. Fuck. Weil ich fand, das hier sah schon gar nicht so schlecht aus. Und ich glaube, von hier oben wird es nur schlimmer. Wobei ich kann natürlich probieren, hier mal bis zum Ende zu gehen. Und dann. Ah, nee. Weil ducken geht halt hier auch nicht. Ducken gehe ich auch voll rein, ne? Ja. Ja, komm, der Hechtsprung muss schon irgendwie stimmen. Es war auch ein bisschen dumm, dagegen zu springen. Ah, oh, okay. Das ist nicht so einfach. Ich hätte mir was gewünscht für den heutigen Abend, wo ich einfach so locker flockig durchmarschieren kann und was machen kann. Ah, lauf doch einfach mal geradezu, bitte. Das schafft sie nämlich auch schon nicht. Und was ist da hinten mit der Stange? Kann ich da noch irgendwas machen? Ah nee, das ist keine Stange, das war für die Laser, ne? Das ist auch irgendwas für die Laser. Und oben drüber komme ich, glaube ich, nicht. Sonst muss ich das mal probieren, weil ich meine, es sind so viele Laser, schon schwierig, das so hinzubekommen, ohne einfach drüber zu gehen. Ja, wieso gehst du nicht drüber, Lara? Wenn du jetzt hier nochmal dran springst, ne? Musst du doch bestimmt irgendwo hier ran können. Oder auch nicht. Ah, aber ich. Ah, Gott, ich bin doof, ne? Ich könnte mal von hier versuchen, drüber zu kommen. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, okay. Das wird interessant.
So, du movest da und da unten sind auch welche und ich muss versuchen, wahrscheinlich da hinzukommen. Oder soll ich... Ja, wahrscheinlich muss ich doch in die Mitte. Das war fast... Das war zu weit, aber das ist nicht so schlimm. Hier... Oh Gott, das ist schlimm. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Halleluja. Okay. So, speichern. Ja, ist egal welche. Okay. Du solltest auch nicht zu weit, weil da vorne ist... Oder du solltest sogar weiter, weil da vorne noch einer ist. Ich kann nur nicht erkennen. Fuck. Ich konnte nur nicht erkennen, wie weit der vorne ist. Oh, scheiße. Okay. Aber es war nicht so schlecht. Der erste war nicht so schlecht. Ich war mir nur nicht sicher, ob der wieder hochkommt und ich dann irgendwie Probleme bekomme. Okay. Wir speichern mal einen anderen Speicherpunkt. Da wollen wir jetzt vorsichtig sein. Wo ist das? Wo ist der? Der hier vorne ist. Ich habe doch gerade einen gesehen. Ach, das sind die drei, oder? Die vier? Die ich nicht wirklich sehen kann jetzt. Ja, das ist blöd. Wie komme ich da jetzt durch? So nicht. Okay. Das heißt, ich sehe die erst, wenn ich weiter vorne bin, ne? Dann kommen sie... Ach so. So ist das. Ah, die sind zeitlich hier vorne. Okay, verstanden. Glaube ich. So, jetzt seid ihr nicht da, jetzt seid ihr da. Jetzt seid ihr nicht da. Okay. Speichern. Speicher den ersten Stand. Okay. Gut, dann haben wir da wieder welche. Okay, und hier unten haben wir dann aber auch welche. Das heißt, wie kommen wir da weiter? Da oben und da oben. Das heißt, ich muss eigentlich sehr präzise, glaube ich, davor hochspringen. Und dann auf der anderen Seite wieder landen. Ich weiß nicht, wie weit ich dann davon wegstehen muss. Nee, so geht das nicht. Also ich könnte sonst mich hier runterlassen zwischen den Zweien, aber das bringt mir nicht viel. Ich kann nicht durchrobben und ich... nee, da oben ist ja auch noch einer. Nee, ich kann hier nicht springen. Ich kann hier nicht springen. Okay, what's the plan then? Also entweder, ja, zwischen einem von denen hier runter wahrscheinlich. Und dann Hechtsprung vielleicht da am Ende. Gott, ey, das ist schon hardcore hier. Okay, lass dich mal hier... Oh, lass dich mal bitte... Lara. Oh Gott, ja, dann geh bitte einfach auf der Seite hier so runter. Genau. Ich speichere einfach hier nochmal. Mal gucken, ob wir es doch noch in dieser Folge hinkriegen. Das hätte ich ja nicht gedacht. Okay, und da sind dann... Okay, nee, so geht's nicht. Ich wollte einen Hechtsprung machen. Jetzt weiß ich ja auch, wie das geht eigentlich. Shit. So geht's nicht. Das heißt, ich komme schon unten ans erste dran, glaube ich, beim Springen. Das heißt, ich müsste eher einen Schritt nach hinten tun. Fuck. Komm schon.
Komm schon, ich will das noch schaffen, Lara. Ja, was anderes fällt mir nicht ein, als einen Hechtsprung zu machen. Was soll ich denn sonst machen, liebe Lara? Ja, scheiße. wieder zu schnell unterwegs. Auf der anderen Seite sieht es ja nicht besser aus, ne? Ah, doch. Auf der anderen Seite sieht es besser aus. Da fehlt einer. Ach so. Huch. Ja, Lara, geh einfach hoch. So. Und dann geh runter. Was? Was? Wieso ging das jetzt nicht? Was war jetzt da das Problem? Okay, das verstehe ich nicht. Soll ich dann einen weiter nach vorne quasi? Ich probiere jetzt mal hier hinzuspringen. Das funktioniert. Das funktioniert, okay. So, dann bitte dreh dich mal hier hin. So, da fehlt nämlich einer. Und dann können wir gucken. So schaffen wir es nicht ganz. Okay, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir doch hin, liebe Lara. So, ein Schritt zurück. So, vielleicht. Nein. Fuck. Okay. So, aber jetzt geh. Bitte einfach so weit zurück wie möglich. Ja, das ist wahrscheinlich so weit, wie es geht. Ich speichere nochmal. Fuck. Oh, dann liegt es aber daran, dass sie hinten dran stößt, oder? Oder wo stößt du dran, liebe Lara? Fuck. Okay, das war schon besser. Da ist der Alarm erst ein bisschen später losgegangen. Das heißt, wir lassen das vielleicht mal so. Okay, aber das geht trotzdem nicht. Aber dann, wo ecke ich dann an? Okay. Nee, da komme ich dann wieder zu nah dran. Und wenn ich nach oben springe, bin ich ja auch wieder da mit drin. Es geht doch nur mit einem Hechtsprung, oder? Come on, you can do it. Okay, das war auch wieder doof. Oder muss ich so einen minimalen Anlauf nehmen? Oh, scheiße. Nein, nein, das war dumm. Das war dumm. So, einen Schritt nach hinten. Okay, dann Walk aus. Scheiße. Ah, ich will das jetzt auch hinkriegen. Weil... wenn ich normal springen würde, dann schaffe ich es ja auch nicht. Nee. Nee, nee, nee. Das ist, wenn du ein... ja, so ein Mini-Schritt... Ah! Komm schon. Mini-Schritt, Mini-Schritt...
Sollte vielleicht so ein bisschen schräg springen. Das könnte auch eine Möglichkeit sein, ne? Dass ich nicht so ganz daran komme, irgendwie. Oh, ich sehe gar nicht, in welchen, bei welchem ich dran komme. Komme ich oben dran? Weil wenn ich oben dran komme, müsste ich ein Schrittchen noch zurückgehen vielleicht. Nee. Nee, das war wiederum nicht so gut. Also so komme ich wahrscheinlich oben dran. Ist halt die Frage, kann ich da noch runter? Vielleicht kann ich auch da hin, ne? Vielleicht muss ich noch ein weiter zurück. Kann das sein? Wir probieren es nochmal. Nee, das war nicht gut. Komm. Wir schaffen das, Lara. Wir schaffen. Oh, im Ernst? Ich war noch nicht mal dran. What the hell? Fuck. Okay. Leute, wir machen es in der nächsten Folge. Wir sind fast da. Es ist nicht mehr viel und ich hoffe, dann klappt es auch und dann können wir weitermachen. Bis dann.